Ich darf dich ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag zur Quintessenz Neues Wachstum. Hier auf diesem Kanal findest du weitere Beiträge. Es ist ein Sammelwerk der wesentlichen Aspekte aus dem Buch Neues Wachstum. Das Buch Neues Wachstum soll dir Unterstützung bieten, all das da draußen besser zu verstehen, aber nicht im Detail, sondern um das große Bild zu erkennen. Wenn wir das große Bild erkennen im Verstehen, und da auch die jeweiligen Akzente setzen, was es bedeutet für uns, dann wird diese Zeit eine Zeit der Meisterschaft. Und ein Aspekt dieser Meisterschaft ist es, wenn wir unsere Intuition befreien von all den inneren Stimmen, die uns nicht das Wahre vermitteln möchten. Diese inneren Stimmen sind Ergebnisse unserer Herkunft, familiär, unsere Ahnen, als auch durch die Gesellschaft an sich. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, was da draußen läuft, im großen Stil, dann wissen wir auch, dass das nicht erst seit gestern oder seit 2020 geschieht. Es steckt tief in unserer Gesellschaft. Es ist einer der größten transformativen Ereignisse seit wahrscheinlich Menschengedenken, was hier geschieht und was hier auch zu einem Ende gebracht wird. Es ist so unermesslich, so unvorstellbar, dass es wichtig ist, das große Bild zu verstehen und zu wissen, es geht nicht um die bösen Menschen da draußen. Sie tun etwas mehr oder weniger bewusst. Einige, aber nur ganz wenige, haben ihre Seele verkauft. Und dazu eben gibt es mehr an Indizien im Buch Neues Wachstum. Die Parameter, um die es hier geht, sind die Schattenseiten der alten Matrix, repräsentiert durch die Schatten von Saturn und Pluto. Aber vielmehr dürfen wir in uns diese Schatten befreien und uns lösen davon. Uns lösen von den Parametern, nicht gut genug zu sein, etwas erreichen zu müssen in dieser Gesellschaft. Dahingehend fühlen wir uns nicht vollständig und sind verführbar, gegenüber den plutonischen Aspekten. Macht, Ruhm, Geld, Hollywood und all das. Und das sind nun genau die Qualitäten der inneren Stimmen, die in erster Linie zu betrachten sind, zu analysieren sind. Wo fühle ich mich noch in dieser oder jener Hinsicht? Und wo gibt es hier Anteile, die ich auch in mir trage, jener, die mich höher schwingen lassen wollen, wo ich in einem Miteinander, in einem neuen Wir, in die Liebe, in den Frieden schreiten möchte. Das sind die Qualitäten von Uranus und Neptun. Das sind Qualitäten jenseits unserer gesellschaftlichen Persönlichkeit. Es sind Qualitäten, die uns zum wahren Menschsein führen. Denn das wahre Menschsein ist eine Verbindung zwischen natürlich dem hier, dem Wesen, das wir vermeintlich sind, in Ergänzung mit dem Bewusstsein des Göttlichen in uns. Dadurch lösen wir uns von diesem gesellschaftlich geprägten Menschsein und aktivieren die Energiezentren, die uns zum Gottmenschen machen. Und damit sind wir für unsere Intuition offen, für unsere Führung bereit, wenn wir uns dem widmen, dem wahren Menschsein, uns darauf ausrichten, wissentlich und auch in den Energiezentren all das machen, was unser Wesen anhebt, was uns befreit von diesen Ängsten und einschränkenden Parametern, dann sind wir gut auf diesem Kurs. Im Rahmen Neues Wachstum findest du hier genug, einerseits im Buch und noch viel mehr in der Begleitung live online, als auch in den jeweiligen Online-Modulen. Ich begleite dich mit diesen Themen auch anhand deines Geburtshoroskops. Ist ein spezielles Thema, denn letzten Endes haben wir alle eine ganz individuelle Persönlichkeit mit ganz individuellen Herausforderungen und auch Potenzialen, um das in diesen Kontext zu bringen, ist an sich ein Novum und ich freue mich, wenn ich dich damit inspirieren
könnte. Und vielleicht sehen wir uns bei einer der Möglichkeiten. Unten in der Verlinkung findest du alle weiteren Details dazu. Erstmal eine große Empfehlung zum Schmökern, das Buch, um dich hier in Resonanz zu begeben. Und vielleicht sehen wir uns dort oder da. In diesem Sinn, habe eine gute Zeit. Bis dann. Welcome home into the world.